Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Andreas Köchling von Scope Analysis und ich begrüße Sie als Zuhörer, Zuschauer und ganz besonders Herrn Martin Stirner zu unserer heutigen Portfolio Manager Conference mit dem Thema Mensch und Maschine im aktiven Fondsmanagement. Wir wollen ein bisschen Guten schauen. Morgen, auch von meiner Seite. Hallo, Herr Stirner. Hallo. Wir wollen ein bisschen schauen, was Algorithmen können. Das ganze algorithmische Thema ein wenig beleuchten, Herkunft, Grenzen, Fehler und dann zu einem Produkt auch zum Schluss kommen, das diese ganze Thematik recht erfolgreich seit einiger Zeit bereits anwendet. Wir werden hier einen kleinen Dialog haben, Herr Stirner und ich. Und sollten Sie Fragen haben, bitte jederzeit über die Chatleiste an uns stellen. Wir werden, wenn möglich, hinterher noch alle Fragen beantworten. Dann wollen wir doch mal anfangen. Mensch und Maschine im aktiven Fondsmanagement. Herr Stirner, Machine Learning ist ein etwas diffuser Begriff. Aber nach den Themen ESG, Regulierung eigentlich einer der bedeutendsten Begriffe, die in unserer Branche gerade ja, angewendet werden, Wichtigkeit haben. Was bedeutet dieser Begriff genau? Können Sie da eine kleine Definition vielleicht bringen? Gerne. Also von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen und schönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Und sehr gerne. Machine Learning ist ja ein Teilgebiet von künstlicher Intelligenz und bedeutet jetzt in der Praxis, also in der Praxis insbesondere im Asset Allocation für uns, dass dynamische Algorithmen entwickelt werden, die in der Lage sind, eigenständig dazuzulernen, ganz wichtig, um daraus dann also Ergebnisse zu entwickeln, bei uns in sogenannten PEH-Scores, um dann beziehungsweise nach den Ergebnissen die Performance der zugrunde liegenden Strategie zu verbessern. Also das ist jetzt mal in der Theorie der Sammelbegriff Machine Learning, wie wir ihn bei uns einsetzen. Also nicht wie eine klassische Software. Ich gehe drei Zellen nach unten, eine nach rechts und mache da einen gelben Hintergrund oder berechne stur A mal B, sondern es hängt von Parametern ab, die die Software selber mit einbezieht und vielleicht auch gewichtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also vielleicht kurz zur aktuellen praktischen Anwendung. Also der von uns entwickelte und im PEH Empire eingesetzte aktive Investmentprozess, wir nennen ihn PEH Score, der basiert auf einer systematischen und strukturierten Form der Informationsverarbeitung aller Daten aus den Bereichen Mikro, also Unternehmensdaten, Makro, also alle volkswirtschaftlichen Zinsdaten etc. pp., beispielsweise gestern FED-Entscheidung. Oder die Fed Dots ist ja auch ein Datum für uns, also für unsere Maschinen, ein Datum, das dann heute in die Systematik eingeflossen ist, weil gestern die neuen Dots ja veröffentlicht worden sind. Und als dritter Score haben wir den Sentiment Score, also das sind alle Marktdaten, also alles, was wir als Marktteilnehmer, Sie, ich, wir alle über Käufe, Verkäufe auslösen, das kreiert ja bestimmte Daten, Volumesdaten, Sentimentdaten etc. pp. Mit diesem Ansatz, also indem wir alles verarbeiten, mit diesem Ansatz erreichen wir durch diese systembasierte und damit ganz wichtig aus unserer Sicht objektive Form der Informationsverarbeitung eine Immunisierung der Anlageentscheidungen im Hinblick auf Fehleinschätzung, also insbesondere kognitive Fehleinschätzung, also Panik am Morgen, weil Evergrande nun doch pleite ist und Euphorie am Abend, weil Herr Powell gesagt hat, Evergrande ist ein chinesisches Thema, also all diese Dinge, also dieses Rauschen des Marktes, das ist ja ganz wichtig, dieses richtig einschätzen zu können. Und innerhalb dieser Bereiche, also Mikro, Makro, Sentiment, werden letztendlich das, was Sie gesagt haben, Herr Köchling, binäre Signale generiert, also long oder short, also sprich, wirkt das Signal sich positiv für die Aktie aus oder negativ? Und daraus entsteht in einem komplexen System dann die Asset Allocation für das Portfolio. Wenn ich mir das so anhöre und wenn das funktioniert, so ein System,
dann muss es ja auch, Sie haben gerade den Begriff Rauschen gebracht, auch herausfinden können, welches Signal gehört gerade zum Rauschen und welches ist wirklich relevant. Ja. Ist das einer der großen Vorteile dieses Ansatzes, dass die Relevanz in Gewichtungen oder sogar in Berücksichtigung dann umgewandelt wird? Ja, absolut. Also das ist sicher einer der ganz großen Themen, die diese Bereiche generiert haben. Wir haben ja einen, also mir geht es als Mensch so und ich vermute mal Ihnen auch allen geht es so. Wir haben ja einen Schwall an Datenflut, der täglich über uns herunterprasselt. Mhm. Und da muss man ja nicht mal in den sozialen Medien sein. Es reichen ja die in Anführungszeichen alten Medien schon. Jetzt in unserem Fall im Asset Allocation oder im Asset Management ist es ja Bloomberg, Reuters und wie die Systeme ja alle heißen. Alleine darüber rauschen ja Daten im Zehntelsekundentakt drüber. Und, und dazu benötigen wir Systeme, die Informationen identifizierbar machen, kategorisierbar machen und damit auch bewertbar machen. Und je nach Kontext diese Sortierbarkeit auch sichtbar machen. Und damit aus unserer Sicht ist es die einzige Möglichkeit, diese Informations- und Datenflut vorteilhaft zu nutzen, weil es nützt mir nichts, wenn ich alle Daten hier habe und alles sehe, aber ich kann letztendlich kein Ergebnis daraus erkennen. Und deswegen benötigen wir die Systeme und wir benötigen eine Weiterentwicklung dieser Systeme, um immer zuverlässigere Algorithmen um diese Aufgaben zu bewerkstelligen. Und da sehe ich den riesen Vorteil von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Hier werden zukünftig auch selbstlernende Algorithmen basierend auf KI und die Methoden aus dem Machine Learning eine aus unserer Sicht immer weitere wichtige Rolle spielen. Also für uns bei der PH ist das ein extrem wichtiger Baustein und wir setzen dort auch sehr viele Ressourcen ein. Und wenn wir jetzt mal so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wo haben wir am meisten rein investiert als Gesellschaft, dann war es in den letzten 5 Jahren genau in diesen Bereich rein. Also wenn ich da meine anderen Kosten mal in Relation setze, dann ist das stärkste Wachstum ausschließlich aus diesem Bereich generiert, weil wir dort den höchsten Nutzen für zukünftige Weiterentwicklungen erkennen können. Ja, ich erinnere mich dumpf, dass man schon um die Jahrtausendwende vom Information Overflow geredet hat. Und seitdem ist es ja definitiv nicht weniger geworden. Aber das stimmt. Wenn Sie jetzt auch diese Datenmengen, die Kategorisierung von Algorithmen reden und sagen, diese Algorithmen verbessern sich noch selber. Macht das nicht Sie selber hinterher überflüssig? Ist irgendwann, ich übertreibe jetzt mal, der diskretionäre Fondsmanager einfach out, weil er, ich übertreibe jetzt nochmal, einfach mit seinem Bauchgefühl würfelt, während die Maschine basierend auf der Historie, auf ihren Faktoren, auf ihren Algorithmen alles im Griff hat? Sie haben mich ein bisschen schmunzeln gesehen, da ich ja auch gleichzeitig Vorstand der Gesellschaft bin, habe ich natürlich geschmunzelt, so nach dem Motto, schafft das alle ab, mich einschließlich. Wäre natürlich jetzt von der Balance Sheet, was die Kosten betrifft, ein Traum für ein Unternehmen. Darf man mal ein bisschen ketzerisch und mit einem Lächeln formulieren? Nein, das wird es sicher nicht. Und vielleicht eines, wir haben ja im Vorfeld, und wir kennen uns ja schon ein paar Tage auch darüber gesprochen, dass es schön ist, wenn man ein paar Tage dabei ist im Geschäft. Sie haben gerade auch, ich glaube, ein bisschen mit einem Schmunzeln gesagt, der eine oder andere Diskretionäre würfelt. Also ich kenne ja einige aus der Branche, sehr erfolgreiche, die nicht mit Machine Learning arbeiten. Die würfeln nicht, sondern die haben tatsächlich Ansätze, die einfach unterschiedlich sind zu dem, was Machine Learning ist. Und ich komme ja selber auch noch aus einer Generation, oder bin in einer Generation, wo Machine Learning ja noch verteufelt worden ist. Also vor dem Hintergrund, diese anderen Ansätze haben genauso ihre Berechtigung wie dieser. Das macht ja auch den Markt letztendlich aus. Aber nochmal, um auf das zurückzukommen, was Sie gesagt haben, macht der Algorithmus jetzt den Mensch überflüssig? Nein, davon gehen wir aus, dass dem nicht so ist. Aber was Machine Learning schafft, das sind die Grundlagen für ein
für uns noch besseres Verständnis für diese komplexen und immer komplexer werdenden Zusammenhänge. Und diese Entwicklung macht uns als Menschen nicht überflüssig, sondern auch im Hinblick auf Machine Learning ist natürlich enorm wichtig, dass die relevanten Fragestellungen entwickelt werden. Also wer oder anders formuliert, ohne den Mensch bringt Machine Learning keinen Mehrwert, weil ich der Maschine ja vorgeben muss, sozusagen, was soll sie denn eigentlich lernen? Also mit welchen Daten soll sie lernen? Natürlich könnte ich jetzt sagen, die Maschine muss so intelligent sein, dass ich einfach alle Daten in den berühmten Trichter oben reinwerfe und die soll selber machen, was sie möchte. Aber dann kommen wir natürlich auch auf Scheinkorrelationen etc. pp., dass die Regenmenge am Bodensee tatsächlich, ob die steigt oder fällt, eine gute Vorhersage für den DAX ist. Haben wir vor 30 Jahren schon mal ausgewertet, damals noch handschriftlich auf einer DIN A4-Seite, hat tatsächlich eine Korrelation gehabt, aber wir haben es dann trotzdem nicht eingesetzt. Jetzt haben Sie schon meine nächste Frage etwas vorweggenommen. Und ich bleibe einfach bei diesem provokanten Begriff Würfeln. Wie wollen Sie vermeiden, dass selbstlernende Algorithmen anfangen zu würfeln und sie merken es gar nicht? Das heißt, sie haben eine, ja, Schein, nicht Genauigkeit, aber ein Scheinsystem. Das könnte ja genauso sein, weil, also ich habe mich in meinem Leben bis jetzt ungefähr dreimal mit dieser ganzen Thematik befasst und ich scheitere immer recht früh krachend an den mathematischen Anforderungen dieser ganzen Systeme. Wie kann man vermeiden, dass eine Scheingenauigkeit, Scheinkorrelationen von dem System erstellt werden, die uns eigentlich als schlüssig, logisch und sinnvoll erscheinen? Also ich vielleicht mal zu diesem Begriff, den fürchten wir ja alle, so nach dem Motto, es ist eine Scheinkorrelation. Also wir treffen eine Entscheidung auf einer Grundlage, die eigentlich Blödsinn ist, und wir treffen sie trotzdem, weil sie jetzt scheinbar funktioniert. Da sage ich jetzt mal aus der Praxis herausgesprochen, ich habe überhaupt kein Problem als verantwortlicher Asset Manager, wenn ich mache es bewusst in Anführungszeichen, wenn ich mit einer Scheinkorrelation ein 100-prozentiges Hit-Ratio habe. Ein Traum. Also meine Maschinen suchen dieses. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich bleibe mal bei dieser Regenmenge. Wenn die Regenmenge gemessen in Konstanz am Bodensee tatsächlich eine Relevanz auf den DAX hätte, dann würden wir ja jetzt beide und wahrscheinlich alle Teilnehmer sagen, okay, bitte setzt es nicht ein, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn aber mein Hit-Ratio 100 da drauf ist, dann ist für mich, ich mache es in Anführungszeichen, ja lediglich wichtig zu erkennen, wann hat die Regenmenge am Bodensee keine Relevanz mehr auf die zukünftige Entwicklung des DAX. Also sprich, ich muss auch Scheinkorrelationen zulassen, weil ich ja, und jetzt komme ich in die Praxis, jetzt gehen wir mal weg von der Regenmenge, weil es ja durchaus so sein kann, dass auch bestehende Korrelationen, wie beispielsweise die Zinsentwicklung, weil die ja ganz wichtig war und vielleicht mal wieder wird, in den Diskussionen ist sie jetzt schon wieder wichtig. Die Zinsentwicklung war ja in den 2000er bis 2007, 2008 und auch in den 1990er Jahren, war das ein extrem guter Indikator. Also Zinsentwicklung gegenüber Vorjahr und wie sich die Zinskurve entwickelt hat und dann noch gegen den US-Dollar auf die Aktienallokation, also sprich Aktienquotensteuerung. Seit 2000, wir haben das eingesetzt, seit 2008 mussten wir feststellen, als die Notenbanken wegen Finanzkrise Zinspolitik aktiv und aggressiv gemacht haben, dass Zinspolitik, also diese bis dato geltende 100-prozentige Einfluss, dass der immer mehr abgenommen hat und zurzeit überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Also meine Systeme müssen in der Lage sein. Dazu bedarf es eines Risikomanagement-Ansatzes neben den Algorithmen, der nämlich genau überwacht, wann beginnt dieser Indikator schwächer zu werden. Also sprich, ist das, was bis heute gegolten hat, nimmt das ab. Und das wissen wir ja. Mal ist Gewinnwachstum extrem wichtig, mal ist der Umsatz wichtig, mal ist nur jetzt mal im Internet, ist nur die Zunahme der Teilnehmer, der Abonnenten wichtig. Da spielt die Gewinnentwicklung überhaupt keine Rolle mehr. Bei BMW spielt die Gewinnentwicklung aber eine extreme Rolle und. Und das als Mensch
kann man das auch machen, aber das kann ich natürlich meiner Maschine vorgeben und sagen, du musst es immer wieder überprüfen und dann musst du mir ein Signal geben, wann das weniger wird und dann müssen wir logischerweise darauf reagieren. Also da ist natürlich die Grenze und das sind die Herausforderungen allem unserem Tun. Sie hatten gesagt, das ist alles frei von persönlichen Meinungen. Aber wenn Sie am Anfang alleine schon durch die Aufteilung Mikro, Makro, Sentiment eigene Pflöcke, Meinungen, Vorgaben geben, es könnte ja auch Mikro, Makro, Sentiment und Bodensee sein, um bei diesem jetzt etwas plakativen Beispiel zu bleiben, ist dann doch die Freiheit von persönlicher Meinung, ist sie dann immer noch gegeben? Sie wäre theoretisch gegeben, sie ist aber bei uns im System nicht gegeben. Wir haben es nur aufgeteilt in diese drei Blöcke, um sichtbar zu machen, welche Daten fließen überhaupt rein. Und wir arbeiten in diesen drei Teilscores, der im Übrigen dann am Schluss zu einem Score zusammengearbeitet wird, in den drei Teilscores nur deshalb, um genau, was Sie sagen, im Risikomessen herauszukriegen, ist fundamental, also Mikro, ist es heute noch wichtig im Moment oder nimmt es ab? Ist Makro, um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, Makro spielt im Moment überhaupt keine Rolle auf unsere Indikatoren, wird aber natürlich weiterhin verarbeitet, aber der Risikomanager hat uns gesagt, das Exposure von Makro auf Einfluss auf die Asset-Allokation muss runtergefahren werden, weil Makrodaten nicht irrelevant, aber nicht mehr so maßgeblich sind im Moment. Sentiment ist insbesondere in Krisenphasen und am Ende und am Beginn einer Krisenphase extrem wichtig. Das heißt, da wird das Exposure hochgefahren und das lassen wir zu in unserem System. Das heißt, wir geben nicht diese Pflöcke und sagen, 70%, also so nach on the long run, werden die Gewinne und die Umsatzentwicklung entscheidend sein, was im Übrigen nach wie vor stimmt, und sagen, das muss immer 70% Einfluss haben, sondern nein, das war einer der Lernprozesse über die letzten 30 Jahre. Die Pflöcke müssen raus. Also sprich, das ist genau, was Sie sagen. Der Mensch darf nicht, der Stirner oder wer auch immer, darf nicht vorgeben und sagen, 40% muss immer Mikro sein und 30% muss immer Makro sein, egal was passiert, sondern das muss außer Kraft gesetzt werden, das muss die Maschine erarbeiten. Also sind das eher, sage ich mal, Schubladen oder Regalbretter, damit wir außerhalb der CPU überhaupt ein bisschen verstehen, wie es läuft und nicht von Ihnen oder einem anderen Verantwortlichen vorgegeben, wir brauchen einfach drei, wie beim Skatspielen, damit sich das etwas auspendelt, gegenseitig beeinflusst. Ja. Also, ja. Wunderbar. Sehen Sie bei diesen ganzen Ansätzen irgendwo auch Nachteile, wo Sie sagen, hier würde ich dringend empfehlen, Machine Learning, KI etc. nicht einzusetzen? Also der Nachteil ist, ich habe es gerade ja das eine oder andere schon erwähnt, der Nachteil ist, wie im Übrigen ja bei allen Ansätzen und auch wie im richtigen Leben ja auch, dass Fehlentwicklungen und Neuerungen nicht sofort oder zu spät erkannt werden. Also sprich, dass auch die Maschine sagt, heute ist ein Ereignis gewesen, jo, habe ich erkannt, aber ist irrelevant, spielt keine große Rolle, wir machen weiter wie gestern. Und das sind ja also diese berühmten Paradigmenwechsel, also dieses Umswitchen von Themen. Ich hatte ein Riesenbeispiel genannt, Zins. Ja. Und da muss man einfach, und da glaube ich, ist der Mensch wichtig, aber natürlich die Maschine, weil sie diese Emotionen nicht mitbringt. Der Maschine ist es egal, ob der Zins bei Null ist oder im Minus ist. Die stellt einfach fest, dass es so ist. Wir als Menschen, jetzt komme ich doch nochmal auf die Historie zurück. Ich habe schon 1989 hier gearbeitet, als die Japaner bei 40.000 im Nikkei waren. Da ist der Zins dann, weil der Krise dort aufgelöst, ist der Zins auf nahezu Null gegangen. Da haben wir alle gesagt, in 91, in 92, in einem Jahr, in zwei Jahren, da muss der Zins doch wieder steigen und. Heute haben wir 30 Jahre Nullzinspolitik einer riesen Volkswirtschaft. Damals war das die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Übrigen. Und haben gesagt, das kann nie sein. Also dieses, und das ist das Schöne einer Maschine, die sagt nie, es kann nie, nie sein. Sondern sie sagt einfach, es ist so und ich gucke, ob es weiter so ist. Und wenn es weiter so ist, dann muss ich mich danach richten. Und das, wenn da ein Umswitchen kommt, weil
jetzt zum Beispiel Finanzkrise 2008, weil dann die Notenbanken sagen Vollgas oder jetzt Corona, Pandemie, Vollgas, wir müssen Liquidität rauspumpen. Wenn das dann einen großen Einfluss hat, das kann die Maschine in der Sekunde auch noch nicht erkennen, logischerweise. Und da sind ganz klar die Grenzen. Also sprich, und es ist leider so, wir arbeiten ja mit einem fortlaufenden Optimierungsprozess in unseren Maschinen. Es ist leider so, Nase fassen, auch diese Systeme machen Fehler. Für uns ist nur wichtig, dass wir die Fehler relativ schnell erkennen, um sie dann im Exposure zu begrenzen. Und das führt dann zu diesen guten Ergebnissen, die in den letzten 5 Jahren erwirtschaftet wurden. Wo sehen Sie die Tendenzen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Rechner werden immer schneller. Ja. Die Informationsmenge, hat man vorhin schon, nimmt weiterhin nahezu exponentiell zu. Was glaublen Sie, so einen kleinen Ausblick nur, wo wird das ganze Thema KI, Machine Learning, Algorithmen, gestützte Entscheidungsfindung in nächster Zeit noch hingehen? Also es ist wahnsinnig komplex natürlich, das ist jetzt aus den wenigen Minuten, die wir diskutieren, ja daraus hervorgegangen und extrem vielfältig. Also vor diesem Hintergrund wird es natürlich sehr wichtig sein, aber da geht die Entwicklung hin, dass immer leistungsstärkere Systeme kommen. Also die technische Weiterentwicklung, Infrastruktur, die hat einen extrem hohen Einfluss. Und dann wird es so sein, dass die allgemeine Entwicklung sicher dazu führen wird, also davon gehen wir aus, dafür setzen wir es ja auch ein, dass jetzt beispielsweise im PA Empire dieses Chance-Risiko-Kennzahlen, die ja jetzt schon sehr gut sind, dass die sich systematisch weiter verbessern lassen. Und das ist unser großes Ziel, Chance-Risiko-Kennziffern mit einem guten Ertrag weiter systematisch zu verbessern. Mhm. Das war jetzt, vielen Dank, eine ganz gute Überleitung. Wollen wir ein bisschen konkreter werden. Wie setzen Sie jetzt das, Sie hatten es vorhin schon ein bisschen angerissen, in Ihrem Produkt ein? Und wo sind konkret die Vorteile? In den Ergebnissen dann auch. Ja, also im PH Empire, da wird es eingesetzt. Das basiert, wie aus meinen Ausführungen hoffentlich hervorging, weder auf genialen Einzelfallentscheidungen des Fondsmanagements noch auf irgendwelchen Geheimdaten, sondern es basiert auf dem Score. Und wir setzen dort unseren KI-basierten Investmentansatz konsequent ein. Das bedeutet, wir steuern das gesamte Portfolio darüber. Wir werten also täglich alle Makro- und Mikro-Sentiment-Daten aus. Und die werden dann in einem Scoring zusammengeführt und das führt zu einer Allokation. Das führt zu zwei Themen. A, natürlich zu einer Basisallokation, also sprich die Investments in den Aktien. Es ist ja ein sogenannter Mischfonds, der könnte auch in Renten investieren. Sie haben hier eine Grafik aufgezeigt, die zeigt die Aktienquote. Das ist auch völlig richtig, dass dieses gezeigt wird, weil wir aus der Risikomessung, also Chance-Risiko heraus, wie ich gerade vorher erläutert habe, Renten überhaupt kein positives Chanceprofil haben. Demzufolge scheiden die aus und deshalb sehen wir hier auf Sicht von einem Jahr eine Aktienquotensteuerung. Renten spielen keine Rolle. Wenn wir Aktien steuern, wie beispielsweise im November, also vor den Wahlen in USA, wo wir extrem defensiv gewesen sind, im Anführungszeichen, was im Nachhinein ein Fehler gewesen ist. Dort hat Risiko ein deutlich höheres Gewicht gehabt als Chance. Da sind wir, wie man an der Grafik sieht, bis auf 30% Investitionsquote heruntergefahren, die zwar relativ schnell wieder rein investiert wurde, weil eben die negativen Auswirkungen doch nicht auf die Märkte so gekommen sind. Die Wahlergebnisse waren ja genauso wie extrem negativ erwartet worden ist, nämlich knapper Wahlausgang, der eine erkennt es nicht an und es wird ewig dauern, bis der neue Präsident eingeführt wird und anerkannt wird. All das ist ja gekommen, aber die Märkte haben, und dann kommt jetzt ein zweites Thema, ein übergelagertes anderes Thema gehabt, dann gab es das erste Mal positive Impfreaktionen und demzufolge hat die Hoffnung auf ein Comeback der Volkswirtschaften dazu geführt, dass dieser risikoadjustierte Steuerungsprozess damals ein Fehlsignal war und uns an positiver Performance nicht ganz so hoch hat partizipieren lassen in der Phase. Also dafür wird es eingesetzt, also aktive Aktienquotensteuerung und aktive Asset Allocation. Also sprich,
Da ist das Portfolio völlig frei. Es gibt keine Vorgaben, immer 30% in den USA zu haben, 60% im Rest der Welt etc. pp. Mhm. Völlig frei. Aber wir investieren ausschließlich in hochkapitalisierte Werte, um dieses Thema mit den Absicherungen auch für unsere Kunden kostengünstig steuern zu können. Das bedeutet, wir steuern diesen Effekt darüber, dass wir über Deep-in-the-Money-Puts dann die Positionen abhedgen, sodass wir ein 1-zu-1-Hedge haben und da kein beta-adjustiertes Risiko. Ist natürlich nur bei großen und sehr liquiden richtig. Werten auch komplett und relativ kostengünstig möglich. Ja. Ich habe ja schon jetzt den einen oder anderen Fonds in meinem Leben auch schon angeschaut und beurteilt. Was hier mir auffällt, ist, wenn ich hier die Aktienquote sehe, die ist doch schon sehr volatil. Das zeigt mir, dass Ihr System recht reagibel ist. Absolut. Stimmen Sie dazu? Ja. Gefällt Ihnen das so? In den Phasen, in denen die Reagibilität eine super gute Performance kreiert, natürlich ja. Es hat sich gezeigt, wir setzen ja den Ansatz ein seit 2016. Da haben wir ja jetzt zwei große Krisen gehabt im Jahr 2018. Da war ja das erste Mal USA-China-Konflikt. Da sind die Märkte ja im zweiten Halbjahr nach unten gelaufen. Dort sind wir mit einem positiven Ergebnis rausgelaufen. Und dann hatten wir die Corona-Krise 2020, März. Da hatten wir einen Drawdown von knappen 14%. Die Märkte sind 40% gefallen. Da hat natürlich diese Reagibilität, die war natürlich nicht nur extrem hilfreich, sondern die war super gut. Und die hat zu diesem, wir haben Aktienmarktperformance erwirtschaftet mit einem Drittel Risiko, was für unsere Anleger natürlich super gut ist. Und deshalb ist diese Reagibilität erforderlich, weil wir natürlich heute nie wissen, ob jetzt wieder die Türe aufgeht für den nächsten größeren Abschwung. Vor dem Hintergrund lassen wir das zu, auch wenn es in diesen kurzen Abschwüngen oder nehmen wir mal jetzt November, weil es eingeblendet ist, dort ging aus den Systemen hervor, dass Risikopotenzial deutlich angestiegen ist und das Chancepotenzial sich nicht in dem Maße nach oben bewegt hat. Vor dem Hintergrund reduzieren wir dann das Exposure, um im Extremfall das Risiko recht frühzeitig gut gemanagt aus dem Portfolio rauszuhaben. Wenn das nicht kommt, und dann ist natürlich wichtig und ist ein großer Schritt gewesen in der Systematik, wir müssen dem System erlauben, dass es wieder schnell reinvestiert, weil sonst haben Sie, das kennen Sie noch viel besser als ich, weil Sie viel mehr Ansätze noch kennen. Wer nur auf risikoadjustierten Asset Management Ansatz geht, es gibt ja auch welche, der beschränkt sich natürlich nach oben auch extrem. Und der hat zwar in den Krisenphasen eine ganz vernünftige Performance, aber ist nach oben in der Regel nie wirklich gut dabei. Und das gelingt uns mit diesem Ansatz. Das ist in kurzfristigen, heftigen Wellen manchmal zu einer teilweise deutlichen Schwankungen, wie wir hier sehen, 20-30% innerhalb von 2 Wochen ist kein Problem für die Systematik, aber die ist notwendig, um dieses Chance-Risikoprofil zu haben. Ja, alleine von risikoseitig getriebenen Systemen weiß man ja, gerade auf dieser Grafik, die sind dann November 20 raus und sind irgendwann, wenn der Markt mal 20-30% wieder gestiegen ist, so schnell wieder reingegangen. Und das sieht man dann natürlich an der Performance. Ja, ja, ja. Performance, genau. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, wie dieser Ansatz jetzt in der Realität funktioniert. Das war bis jetzt alles recht theoretisch. Was mich überrascht, ist 60% aller Monate schafft es dieser Ansatz, eine Outperformance zu erzielen gegenüber dem Wettbewerb. Wettbewerb haben wir jetzt definiert. Wir haben einfach alle anderen Fonds in dieser Peer Group gemittelt und geschaut, hat der PE Empire eine höhere Performance Monat zu Monat oder niedriger? Und 60% ist ja jetzt deutlich besser als, ich komme wieder zurück, würfeln. Noch beeindruckender ist, diese 60%, die können seit langer, langer Zeit schon gehalten werden. Was glauben Sie, woran liegt das, hier ein System zu fahren, das dauerhaft
zumindest was die Anzahl der Monate angeht, deutlich besser ist als der Durchschnitt im Wettbewerb. Also das ist unser Ziel gewesen von Anfang an und es ist schön, in der Grafik es nochmal abgebildet zu sehen, weil es da nochmal deutlich rauskommt. Letztendlich haben Sie schön in dieser Grafik zusammengefasst, was wir täglich in unseren Scorings tun, nämlich über Hit-Ratios zu arbeiten. Das ist ja auch hier in Anführungszeichen nichts anderes als ein Hit-Ratio, also sprich, wie gut bin ich gegen den Wettbewerb. Und bei uns in der Systematik, wenn wir mal ganz tief nochmal kurz reingehen, ist jeder einzelne Indikator muss nachweisen, dass er einen positiven Einfluss auf das Gesamtergebnis hat. Und wenn er heute gut ist, dann kriegt er mehr Exposure. Wenn er morgen besser ist, kriegt er noch ein bisschen mehr Exposure. Wenn er aber schlechter wird, muss es runtergehen. Das heißt, unser Ziel ist nicht, heute die Prognose zu erstellen, dass morgen der große Crash kommt und dann haben wir das auch richtig gemacht. Dann haben wir einmal 20% outperformed und das war's. Und wer dann unglücklicherweise eingestiegen ist, der hat ein Produkt, das in Zukunft nicht mehr gelingt, an diesem Ansatz festzuhalten. Also wir wollen nicht ein One-Hit-Wonder sein und das zeigt die Grafik schön, sondern wir wollen systematisch über dieses Deep Learning und über diese Machine Learning Prozesse unseren Anlegern, ich hätte fast gesagt gewährleisten, aber zumindest prognostizierbar, investierbar einen Ansatz zu bieten, dass wir mit diesem Ansatz Chance-Risiko adjustiert deutlich bessere Performance erreichen als der Gesamtmarkt. Das ist der Ansatz und es ist schön zu sehen, dass das gelungen ist. Und daran arbeiten wir quasi in jedem Teilsegment. Jedes Teilsegment muss das erreichen. Also bei uns im Scoring gibt es genau diese Auswertungen auch. Wenn einer nicht bei 60% oder über 50 ist, dann hat er im Moment keinen Einfluss auf die Anlagepolitik, sondern er muss beweisen, dass er über den Ablauf der Zeit immer besser ist als seine Mitbewerber sozusagen. Und das ist unser Anspruch. Und demzufolge überrascht es mich nicht, dass es dadurch gelingt, letztendlich systematisch so in dieser stabilen Lage mehr oder weniger jeden zwei von drei Monaten out zu performen. Das ist das Ziel. Ja, was man hier dann auch noch sehr gut sieht, was mich dann beruhigt hat, es gibt ja durchaus Ansätze, die noch höhere Hit-Ratios haben, aber bei der kumulierten Outperformance so eine Art Sägezahnchart dann produzieren. Jeden Monat im Schnitt 0,1% besser als der Markt und alle 2 bis 3 Jahre mal dann minus 7. Hatten wir zum Beispiel bei vielen Absolute Return Ansätzen ja schon zweimal in jüngerer Vergangenheit, dass hier natürlich die Outperformance schwankt insgesamt, ganz klar. Aber dass das hier nicht so ist, dass man jeden Tag ein klein bisschen dazu gewinnt und irgendwann mal voll gegen die Wand fährt. Weil das wäre besonders für Anleger, die dann 2 Tage vorher eingestiegen sind, extrem unangenehm. Absolut, absolut. Ja. In Zahlen ausgedrückt, auf die 60 Monate 7% per annum. Wir haben für jede Peer Group bei Scope auch eine eigene Benchmark, die hat 7,5 gemacht, liegt davon etwas drunter, aber der Peer Group Durchschnitt bei 4,3 und das ist natürlich schon aussagekräftig, finde ich, auf 60 Monate. Überraschend allerdings, der maximale Verlust mit diesem Ansatz ist kleiner als im Durchschnitt. Und das ist eigentlich so die Quadratur des Kreises, das sieht man relativ selten. Da kann auch ein klein wenig Wasser im Wein die etwas höheren Kosten nichts dran ändern. Bessere Performance bei niedrigerem Risiko. Das ist so von außen stehend das Zahlenwerk und wir haben ja wieder ein Rating erstellt vor kurzem. Das Scope-Rating teilt sich ja auf in einen qualitativen Teil und einen quantitativen Teil. Die Gewichtung vom quantitativen Teil ist abhängig vom Fondsalter, von dem zurechenbaren Track Record, der hier das Maximum an 60 Monaten hat. Und man sieht zwei Verhältnisse. Wir schätzen, und das ist jetzt wirklich ganz menschlich von mir und meinen Kollegen, meinem Team erstellt, das Produkt als
überdurchschnittlich an. Das Rating ist ja immer auf einer Skala von 1 bis 100, sowohl Performance- wie risikoseitig mit einer guten Risikobewertung, aber einer noch besseren Performance-Bewertung, was zum Glück jetzt korreliert mit der blanken Berechnung mathematisch. Performance-seitig ist das Produkt weit überdurchschnittlich, ohne das Risiko zu vernachlässigen. Deswegen kommt derzeit ein B-Rating raus. Also Glückwunsch, es ist nicht nur so, dass das ein interessanter und verständlicher, stringenter Ansatz ist. Und das, was Sie erklärt haben und die Performance-Zahlen stimmen, sondern auch im Rating ist das alles sehr positiv. Das war der Fonds. Jetzt würde ich das Publikum bitten, haben Sie noch irgendwelche Fragen zu dem Produkt, zum Herrn Stürner, zur PEH oder natürlich auch zu der Thematik Machine Learning im Allgemeinen? Wenn hier noch Fragen bestehen, dann stellen Sie sie bitte jetzt. Eine Frage kam noch rein. Wie weit ist dieser Ansatz, der ja, Sie hatten es schon erwähnt, permanent getestet, verbessert wird, von Ihrer Person abhängig? Null. Null. Das ist mal eine ganz klare und nicht interpretierbare Aussage. Es scheint also zu sein, dass wenn Sie sagen, Sie nehmen jetzt mal ein Sabbatical, ein Jahr, Nase voll, das Gespräch mit Köchling, jetzt reicht's. Das System kann weiter geführt werden, ja, wird weiter arbeiten, ist also wirklich dann ganz emotionslos und personenunabhängig. Das ist ja, ja schon ein Vorteil, ja. Und eine zweite Frage, die noch reingekommen ist, mit diesen drei Blöcken oder Säulen, Mikro, Makro, Sentiment, hatten Sie erwähnt, dass Makro derzeit eine geringere Rolle spielt? Was macht denn das Sentiment? Wie stark ist es derzeit gewichtet und wo deutet es gerade hin? Mehr Turbulenzen oder doch noch mehr Ruhe? Können Sie da noch was zu sagen? Ja, gerne. Also Makro ist in der Tat, ich hatte es erwähnt vorhin, was das Exposure betrifft, im Moment auf die Asset Allocation derjenige mit dem geringsten Einfluss. Mhm. Liegt natürlich auch daran, einfach mal vom Verständnis, wie arbeitet so eine Maschine, daran, dass natürlich durch diese Corona-Krise ja die Makrodaten, erst sind sie furchtbar in den Boden gestürzt und jetzt kommen sie im Vergleich dann auf 12 Monate, sehen sie natürlich teilweise exorbitant gut aus. Wenn man aber dieses, ich nenne es mal wieder Rauschen, rausrechnet, dann sind wir jetzt vielleicht dort, wo wir vor Corona waren, aber in Teilbereichen noch nicht. Also vor dem Hintergrund, Makro ist deutlich in den Hintergrund getreten aufgrund der Extremerschwankungen. Sentiment ist immer wieder ganz, ganz wichtig geworden und ist jetzt im Moment, was den Einfluss betrifft, auf gleicher Höhe wie die Mikrodaten. Das bedeutet typischerweise, ich sage mal in normalen, ruhigen Phasen, wenn es die überhaupt gibt, dann ist Mikro eher zwischen 60% und 70% Einfluss auf die Allokation und der Rest teilt sich auf zwischen Sentiment und Makro. Im Moment ist Sentiment auf Mikrohöhe. Das bedeutet, der Einfluss der Unsicherheiten hat zugenommen und vor dem Hintergrund ist da ein bisschen mehr Alert, also sprich Risikomanagement im Moment angesagt. Aber es werden keine Turbulenzen vorausgesagt. Also das kann man an der aktuellen Aktienquote auch immer, wir sind ja sehr transparent, wir veröffentlichen die Aktienquoten und auch das Gesamtportfolio, können Sie auf unserer Homepage jeden Tag einsehen, wie das Portfolio aktuell investiert ist. Und da sehen Sie, dass wir im Moment mit einer Aktienquote um zwischen 85% und 90% investiert sind. Bei mir kommt jetzt leider gar kein Ton mehr an.
Hallo? Jetzt kann ich Sie wieder hören. Ah, so, da ist gerade das Mikro rausgefallen. Wie ist denn die Periodizität? Wie oft wird denn hier gerechnet? Wie oft ändern sich denn die Gewichtungen und die Einflüsse? Also die Gewichtung kann sich auf Tagesbasis ändern, aber um die Periodizität zu benennen, wir arbeiten auf Tages-, Wochen-, Monats-, Quartalsdaten und dann natürlich Halbjahres- und Jahresdaten. Das sind unsere Perioden. So, ja, gut, manche, ohne fixes Gewicht, also es wird nicht automatisch, das Monatsdatum ist nicht wichtiger als das Tagesdatum oder auch umgedreht, das Tagesdatum ist nicht wichtiger als das Jahresdatum, sondern es hängt ab vom Score, also wie gut ist das Datum. Auch da. Also täglich wird gerechnet und deswegen kann sich auch täglich dann die Portfolioallokation ändern. Ja. Was dann zur Folge hat, wie Sie es gerade schon sagten, dass Sie, und das ist auch, finde ich, ein Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern, das Portfolio täglich auch veröffentlichen, was meines Erachtens nach, und das ist auch positiv in unser Rating eingeflossen, was die Transparenz angeht, doch ein großer Vorteil ist, dass ich gehe mal davon aus, dass die meisten Anleger die Algorithmen auch nicht komplett verstehen würden, aber sie können zumindest nachvollziehen, vor und auch während eines Investments wissen sie, was sie genau für ein Portfolio kaufen. Absolut. Also ich finde es, wir kriegen ja auch ein Feedback von unseren Investoren. Die Leute finden das gut, weil diese Transparenz einfach dieses Thema nimmt. Natürlich hat man früher auch immer einmal am Tag den Fondspreis gesehen, da konnte man auch sehen, ob es gut oder ob es schlecht ist, aber es ist eben für den Investor doch ein deutlich höheres Maß an Komfort und auch wenn er sieht, warum ist denn der Fonds jetzt 1% gefallen und dann kann er ins Portfolio gucken und dann sieht er, ah, okay, das und das ist investiert, hat jetzt aus den und den Gründen gestern mal negativ reagiert. Also das ist für uns ein Muss und bedeutet ja gerade für den Investmentfonds, der bis dato ja immer nur mit diesem Fondspreis und dann musste man nachfragen, dann konnte man vielleicht die 10 größten Positionen im letzten Halbjahresbericht nachlesen oder sowas, Intransparenz in Anführungszeichen gewesen ist und in der heutigen Zeit ist aus unserer Sicht das extrem notwendig und wir kriegen auch, wie gesagt, ein sehr positives Feedback dazu und demzufolge haben wir uns die Wünsche zu eigen gemacht und haben ab 17, 17.30 spätestens ist das Tagesportfolio veröffentlicht. Eine letzte Frage noch, sollten wir aufgrund der Zeit ganz kurz abhandeln. Wie weit wird denn das Portfolio und auch die Algorithmen durch Ihre ESG-Faktoren, die sich ja nicht täglich ändern, beeinflusst? Die fließen mit ein in das Scoring, also sprich, auch ESG wird Sie nicht überraschen, machen wir natürlich auch über ein Scoring. Das heißt, wir bedienen uns dort Einschätzungen von Ratingagenturen, Sustainalytics und Robeco SAM. Die fließen ein in das Scoring. Und demzufolge, also um ein Beispiel zu nennen, wenn morgen von dort ein Scoring kommt für einen Titel, der im Portfolio ist, das von positiv auf negativ gestellt wird, dann wird natürlich dieser Titel abverkauft, weil er nicht mehr dem Anforderungen entspricht, was das ESG-Rating betrifft. Wunderbar. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Stürner. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Gerne doch. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können zur doch recht komplexen und vielleicht etwas vagen Thematik des Machine Learnings. Mir erscheint es so, das ist ein mächtiges, aber komplexes Werkzeug. Und der Fonds, über den wir hier geredet haben, ist eigentlich das ein schönes Beispiel dafür, dass man diesen Ansatz doch sehr erfolgreich umsetzen kann, aber zumindest mir erscheint es so, die Thematik ist nicht so einfach. Es dürfte wohl nicht jedem liegen, so etwas selber aufzusetzen. Ich sehe hier einen der Gründe, einfach die Erfahrung des Personals um dieses Produkt, sodass nicht allzu viele Nachahmer bereits morgen wohl am Markt auftauchen dürften. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten
Sie haben jetzt einiges mitgenommen. Ihnen hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Herr Stürner, vielen Dank nochmal für die ausführlichen Erklärungen und viel Erfolg auch in Zukunft mit dem Ansatz. Ich bin da positiv gestimmt. Vielen Dank, Herr Köchling, und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Hat Spaß gemacht. Wenn es im Nachgang noch Fragen geben sollte, bitte per E-Mail an mich, an uns, an Scope oder auch an PH, den Herrn Stürner. Wir beantworten gerne alles. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen würden. Auf Wiedersehen. Super, vielen Dank. Tschüss.